Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Karl-Werner Schmitz. Fünf Sinne verkaufen mehr. Ich bin seit 1989 Verkaufstrainer. 1989 bin ich in die Branche gekommen mit dem Programm Personenversicherung leichter verkaufen mit der haptischen Verkaufshilfe. Haptische Verkaufshilfen zählen heute zur Grundausstattung von vielen, auf jeden Fall Finanzdienstleistern, und in vielen anderen Branchen kann da noch viel passieren, um einfach die unsichtbare wahre Versicherungsschutz begreifbar zu machen. Ich möchte Ihnen aber heute das Intervall-Profi-Training vorstellen. Das ist aus persönlicher Sicht eines der besten Verkaufstrainingsprogramme in der Branche. Auf jeden Fall ist es das Beste, was ich persönlich bieten kann. Ich stehe für das Verkaufen mit fünf Sinne, für besonders die Haptik und die Multisensorik. Und da ist noch ganz viel Luft nach oben, weil die meisten Verkäufer ausschließlich auf Hören achten, also was sage ich und was zeige ich, aber die anderen Sinne dabei oft vergessen. Das Intervall-Profi-Training ist seit 1989 kontinuierlich gewachsen, entstanden und hat sich entwickelt zu einem der effektivsten Systeme. Es ist eine Kombination von vielen verschiedenen Maßnahmen über einen gewissen Zeitraum, und ich möchte Sie gerne einladen, sich mit diesem Thema genau auseinanderzusetzen, damit Sie sich dafür entscheiden können, mit dabei zu sein, um eben auch diese überproportionalen Erfolgsquoten zu erreichen. Ganz am Anfang möchte ich Ihnen etwas zu meiner Person erzählen, damit Sie eine Ahnung haben oder besser wissen, mit wem Sie es zu tun haben, weil unterm Strich ist letztlich der Trainer ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor. Sie sehen hier die typische Vorstellung von Verkaufstrainern, und natürlich gehört das dazu, dass man sich gut darstellt. Ich möchte Ihnen aber zu dieser typischen Vorstellung auch etwas dazugeben, was Sie so nicht sehen. Ich habe 1973 einen technischen Beruf gelernt. Ich bin gelernter Fernmeldemonteur, habe bei Siemens gelernt, bin dann später Mess- und Regeltechniker geworden. Und diese Prägung habe ich bis heute nicht verloren. Wissen Sie, Techniker leben ganz einfaches System. Entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht. Entweder es erfüllt die Funktion innerhalb der Toleranzen oder es erfüllt die eben nicht. Und da kann man nichts schönreden oder kaschieren oder schmücken. Es muss klappen. Ende. Es muss messbar sein. Und das ist ein wichtiges Thema. Und wir haben in der Branche ganz viele Leute, die tote Pferde reiten und die auch noch schönreden. Und das ist nicht, worum es geht. Wir haben seit 1989 immer wieder Erfolge messbar gemacht. Und wir haben Erfolgsquoten zwischen mindestens 20%, manchmal weit über die 100%. Der Durchschnitt liegt zwischen 35 und 50%. Und ich möchte Ihnen natürlich auch erzählen, warum das so ist. Ein ganz großes Geheimnis ist das wirklich nicht. 2003 habe ich das erste Buch geschrieben, Haptisches Verkaufen, und das war auch ein Meilenstein in der Branche. 2010 ist dann eine Neuauflage entstanden, Berühren, Begreifen, Kaufen. Hier war überwiegend nur Finanzdienstleistung vertreten, und hier ging es schon in andere Branchen rein, was heute der Fall ist. 2012 kam ein Buch von Gert Kulhavi. Er ist der Besitzer der größten Werbeagentur, Referentenagentur Speakers Excellence. Und er hat 15 deutsche Trainer ausgesucht, sie als Spitzentrainer tituliert und in diesem Buch aufgeführt. Und ich bin einer von den 15, neben Sabine Askedom, Lothar Seiwert, Tiki Küstenmacher, Oliver Geiselhardt und viel mehr, wo ich sehr, sehr viel Respekt und Achtung vor habe. Aber ich bin halt auch da drin und freue mich natürlich auch, damit drin zu sein. Da sind wir bei den Auszeichnungen, und es gibt ein paar Auszeichnungen, die kriegt man halt oder die kriegt man nicht. Eine war 2006, das Land der Ideen. Da bin ich reingekommen als besondere Innovation. Das ist eine Aktion der Bundesrepublik Deutschland gewesen, damals zur WM. Und die Universität Leipzig hat 2008 dann aus diesem Land der Ideen nochmal Dienstleister speziell rausgesucht mit dem Titel Innovative Dienstleistung auf dem Weg zur Weltspitze. Hammertitel, und ich bin tatsächlich damit reingekommen, neben BMW World und
Porsche und also der Hammer wirklich. Und der Titel Weltspitze fand ich auch ein bisschen krass für eine One-Man-Show. Aber Tatsache war, 2009 habe ich ein Projekt mit Allianz Slowakei gemacht und habe 2010 dafür einen Award in Deutschland bekommen für diese Verkaufshilfe. Übrigens, diese Verkaufshilfe war ohne Trainingsmaßnahme auch 25% mehr Umsatz in einem Jahr. Und das war auch das Ziel. Zum Intervalltraining möchte ich Ihnen etwas vorneweg geben. Das halte ich für einen elementaren Punkt. Und diese chinesische alte Weisheit ist für mich immer ein begleitendes, starkes Instrument. Willst du das Land in Ordnung bringen, musst du die Provinzen in Ordnung bringen. Willst du die Provinzen in Ordnung bringen, musst du die Städte in Ordnung bringen. Willst du die Städte in Ordnung bringen, musst du die Familien in Ordnung bringen. Willst du die Familien in Ordnung bringen, musst du erst deine eigene Familie in Ordnung bringen. Willst du deine eigene Familie in Ordnung bringen, dann musst du dich in Ordnung bringen. Ich glaube, in diesem Spruch steckt unheimlich viel drin. Erster Punkt. Jeder ist für seinen Erfolg selbst zuständig. Jeder hat den Status, den er hat. Und wenn Sie mehr Erfolg haben wollen, egal in welcher Situation Sie sind, dann geht das nur, indem man Verantwortung für sich selbst übernimmt und den Status, den man hat, akzeptiert und von dort aus startet. Und nicht die großen Umstände und die Begleitumstände von außen oder andere Menschen verantwortlich macht, sondern sich selbst dafür nach vorne bringt und verantwortlich macht. Und eins ist ganz wichtig, wenn man eine Situation verbessern möchte, dann geht das nur, indem man diese Situation verändert. Wenn man in dieser Situation bleibt und eben das genau dasselbe macht wie vorher, dann bleibt auch das Ergebnis so. Also jede Verbesserung, gewünschte Verbesserung, braucht die Veränderung und damit auch das Risiko. Wer das nicht bereit ist einzugehen, der muss halt einfach damit zufrieden sein, wie es eben zur Zeit ist. Und das ist auch absolut in Ordnung. Man kann ja auch mit dem zufrieden sein, was man will, was man hat. Aber wer nach vorne will, der muss halt ein bisschen riskanter da reingehen und eben sich selbst nach vorne bringen. Dafür ist das Intervalltraining ein starker Impuls, um eben wirklich hier große Entwicklungsprozesse zu machen. Und ich erzähle Ihnen gleich auch ein paar Referenzen, was dazu gehört. Das ist die erste haptische Verkaufshilfe, die wir 1987 in den Markt gebracht hat. Das sind mittlerweile viele verschiedene Verkaufshilfen. Wir haben über 30 verschiedene Verkaufshilfen im Shop. Das sind Verkaufshilfen, die wir exklusiv für verschiedene Versicherungsgesellschaften oder Banken entwickelt haben. Ich würde mir wünschen, dass noch viele andere Branchen dazukommen, aber in der Finanzdienstleistung ist es halt bekannt und da wird es auch gebraucht. Aber ich möchte eine Sache sehr deutlich sagen. Das Thema Haptik ist wichtig, die fünf Sinne sind wichtig in dem Training, aber die haptische Verkaufshilfen ist nur ein kleiner Baustein von geschätzten 50. Also auch man muss nicht alles mögen, wie im Buffet, man muss nicht alles essen, dann wird einem meistens schlecht. Wer haptische Verkaufshilfen gut findet, wunderbar. Und wer sie eben nicht gut findet, ist absolut auch in Ordnung, ist nur ein kleiner Baustein vom Intervall-Profi-Training. Und das ist noch nicht mal der wichtigste Baustein, wenn ich das ganz offen sage. Warum ist das Intervall-Profi-Training besonders effektiv und besonders erfolgreich? Da gibt es einfache Grundlagen. Der erste Grundlage ist das Intervall. Ich sage immer ganz frech, auch schlechtere Trainer, wenn man öfters mit der Gruppe arbeitet, wird das Ergebnis auf jeden Fall besser, als wenn man nur einmal mit einer Gruppe arbeitet. Das ist ein Naturgesetz und das wird sich auch nie ändern. Und die Wiederholung bringt eben zwangsläufig mehr Erfolg, ob das beim Muskeltraining ist oder beim Hirntraining ist oder bei sonstigem was. Es muss eben die Wiederholung sein, die es eben nach vorne bringt. Deshalb kann nur Training gut funktionieren, wenn es Intervalltraining ist, aus persönlicher Sicht und Erfahrung. Zweiter Punkt, es muss sich über einen gewissen Zeitraum ziehen.
Das heißt, wenn man so diese ganzen Trainings hört, nach dem Motto, in 5 Stunden das und in 4 Tagen das und in 3 Stunden das, das ist alles gut und das kann auch mal funktionieren. Also ich möchte da nicht generell gegen sprechen, aber in Wirklichkeit ist eine persönliche Entwicklung immer mit Zeit verbunden. Und man kommt aus den alten Gewohnheiten nur raus, wenn man sich neue Gewohnheiten, gewollte Gewohnheiten angewöhnt. Und dafür braucht es halt Zeit. Und da sage ich persönlich mindestens mal 6 Monate. Und das ist auch genau der Zeitraum, über den sich dieses Training zieht, damit es eben sich besser setzt und nach vorne kommt. Dann ein wichtiger Punkt, haptische Lernmethode. Die Teilnehmer, die Gruppenteilnehmer machen ganz viel Lernen selbst. Die Zeiten, wo wir gesagt haben, nimm den Satz, der funktioniert, und dann ist das Thema Nein beim Kunden weg oder zu teuer weg, das ist ein klein bisschen immer noch richtig, aber in der Menge falsch. Jeder muss seine eigene Persönlichkeit entwickeln und er muss seine eigene Sprache entwickeln, weil Authentizität ist der Dreh- und Angelpunkt heute von Erfolg. Werde der du bist und du fühlst dich wohl und du wirkst bei anderen Menschen eben auch stark. Und das ist das, worum es im Intervall-Profi-Training auch geht, sich selbst zu entwickeln und das Feedback der Gruppe und des Trainers zu nutzen, um sich wirklich echt in den Spiegel zu schauen und zu merken, oh ja, das sind meine Schwächen, wow, das sind meine Stärken und die Schwächen probiere ich zu kleiner zu machen und die Stärken probiere ich stärker zu machen. Und das ist das einfache Prinzip und deswegen Learning by Doing. Zum Trainingsablauf, das ist eine sehr intensive Nummer, auch für mich als Trainer, weil ich halt nicht derjenige bin, der sie arbeiten lässt und dann weg ist, sondern ich bin da eben mit dabei. Wir treffen uns am ersten Tag abends um 19 Uhr zum gemeinsamen Abendessen. Das ist so ein Opener und da lernt man sich halt ein bisschen kennen. Übrigens, es wird vorher immer auch ein Vorgespräch stattfinden, damit wir beide abchecken können, passen wir zueinander, ist dieses Trainingskonzept für Sie das Richtige und ist der Trainer und die Gruppe für Sie das Richtige, damit da eben nicht so hohe Unterschiede sind und man sich da letztlich keine Motivation holt, sondern eben einfach feststellt, dass man da vielleicht noch nicht, es ist ein Profitraining, also es ist nicht unbedingt für jeden Anfänger geeignet. Es geht abends los, 19 Uhr mit dem Abendessen und danach geht es mit dem Training los. Das heißt, wir sind so bis 22:30 Uhr am Start, um einzustimmen. Am nächsten Morgen geht es mit einem leichten Frühsport los, weil ganz einfaches Motto als Haptiker, entweder du hast einen Körper, der leistungsfähig ist, oder du hast ein Problem, Leistungen zu bringen auf Dauer. Es ist nicht einfach, ohne Gesundheit an den Start zu gehen. Und dieser leichte Frühsport gehört eben zum Trainingsprogramm dazu. Aber ich sage das nochmal, leichter Frühsport, das ist keine Überforderung, sondern es soll wirklich nur Bewegung sein, eine halbe Stunde. Und dann geht es um 9:17 Uhr geht es dann weiter mit dem Training und dann geht es dann durch bis 22:30 Uhr. So, der erste Tag ist schon heftig kompakt und da ist viel zu tun und viel zu machen. Es geht in erster Linie um die Positionierung von Ihnen selbst. Es geht um den Umgang mit dem Kunden, aber das komme ich gleich nochmal zu. Am zweiten Tag geht es wieder um 7:30 Uhr los, aber dann bis 16 Uhr und dann ist Schicht im Schacht. Das heißt also 16 Uhr, dann Heimreise und ausruhen und vielleicht am nächsten Tag, am besten am nächsten Tag die Praxis. Worum geht es im Intervall-Profi-Training? Es geht natürlich in allererster Linie, es ist ein Verkaufstrainingsprogramm. Es geht in allererster Linie geht es natürlich um mehr Umsatz. Das ist vollkommen klar. Es soll sich sofort bezahlt machen. Ihre Investition soll sich schon im ersten Monat bezahlt machen. Wenn das nicht so ist, dann läuft da schon irgendwas nicht ganz so richtig. Sie bekommen viele praktische Tipps und Hinweise, die Sie sofort umsetzen können und aus denen Sie sofort auch mehr Umsatz und Gewinn machen. Das ist das klare Ziel. Und dann ist natürlich auch die persönliche Entwicklung das Ziel, also mehr Selbstvertrauen, sicheres Auftreten. Und das funktioniert eben auch, weil wir an den Zielvorstellungen von Ihnen arbeiten und da reingehen. Und
je weiter dieses Intervall-Profi-Training geht, umso mehr geht es in die Persönlichkeit rein. Aber wir haben natürlich auch das Thema Organisation und Medien. Wie gehe ich heute mit der Bürokratie um, mit der Entwicklung um, die mein tägliches Geschäft so von mir abfordert? Und wie organisiere ich meinen Tagesablauf? Wie nutze ich Online-Medien? Wie nutze ich die neuen Sachen, die eben alle zur Verfügung stehen? Das Intervall-Profi-Training ist eine Kombination. Wenn man halt fünf-sinnemäßig unterwegs ist, nutzt man natürlich auch die verschiedenen Kanäle. Sie bekommen alle Unterlagen auch in schriftlicher Form. Sie werden sehr viel schreiben, das kann ich ganz klar sagen, weil das ist dann Ihre Aufzeichnung und das, was Sie lernen. Und Sie bekommen Audio-CDs, sodass Sie den groben Faden, den roten Faden immer wieder hören können. Und Sie bekommen natürlich auch Online-Unterstützung zwischen den Trainings. Das ist das erste Training, das Einführungstraining. Und Sie sehen hier das Thema Ziele. Dann haben wir hier natürlich auch die Positionierung. Die ist ganz wichtig für alle Kaufleute oder auch für kleinere Unternehmen, weil da oft nicht so viel getan ist. Die Macht der Konzentration, dann gehen wir über den Körper in die verschiedenen Verkaufstechniken. Hier haben wir die Medien, die Verkaufsrhetorik, die Körpersprache, die grundlegenden Dinge, wie gehe ich mit dem Kunden um, wie stimme ich den ein, wie verkaufe ich Preis und Produkt besser und wie nutze ich eben auch die verschiedenen Möglichkeiten mit Körper und mit visuellen Unterlagen zu arbeiten. Dann gehen wir natürlich auch immer in die Psychologie des Erfolgs so Step für Step rein, damit wir da eben entsprechend vom Denken her uns auch gemeinsam entwickeln. Und zwischen den beiden Präsenztrainings gibt es Online-Coaching, meistens zweimal, es kommt auf den Bedarf an, und jeder Teilnehmer bekommt ein persönliches Coaching nach Bedarf. Das bedeutet, ich bin in der Zeit wirklich Ihr Coach, Ihr Partner, und wenn irgendetwas ist, es klemmt oder eine tolle Erfolgsstory, die Sie einfach mitteilen möchten, dann telefonieren wir oder arbeiten online miteinander. Das zweite Training, das Erfolgssicherungstraining, hier geht es als erstes mal darum, was ist passiert in dem ersten Monat, also der Abstand ist ungefähr ein Monat, wo stehen wir hier, was hast du dir vorgenommen und was ist daraus entstanden. Und dann gehen wir in den Briefstil rein, wir gehen natürlich wieder auch Fitness, sind da die Ziele erreicht worden und Gesundheit. Dann, wie gehe ich mit Einwänden besser um? Wir machen einen Slogan für Ihr Unternehmen, wenn Sie keinen haben oder ihn nochmal neu überdenken wollen. Wir gehen an die sehr effektiven Dinge dran, wie Sympathie und Kompetenz. Wir lernen besser zu hören und zu sehen, was der Kunde wirklich meint. Also ein bisschen Gedanken lesen, da gucken wir auch rein, weil es ist ein ganz wichtiger Punkt, Menschen wirklich richtig wahrzunehmen. Wir gehen in die harten Preisverhandlungen rein, in die Einwandbehandlung und natürlich in die Abschlusstechniken. Und dann finden wir natürlich wieder auch die Zeit für die Psychologie des Erfolgs. Wichtiger Punkt, fixieren Ziele und arbeiten dann circa 2 Monate. Und zwischen den Trainings finden wieder circa 2 Online-Trainings statt. Das dritte Training geht immer mehr in die Persönlichkeit rein, das Aufbautraining, wir gucken wieder, wo wir sind, dann gehen wir noch mehr in die Rhetorik rein, in die feineren Techniken rein, dann bin ich so ein Herdentier und laufe mit allen mit, ist mir die Gruppe wichtig, oder bin ich als Erfolgsmensch auch jemand, der schon mal, man muss ja nicht generell, aber schon mal sagt, okay, ich kann das auch ganz alleine, ich gehe meinen eigenen Weg, das ist natürlich ein tolles Lied, I Go My Way. Aber eins ist mal klar, wenn Sie besonders erfolgreich sein wollen, dann können Sie kein Herdentier sein. Also das widerspricht sich und da gehen wir eben auch ran, dass Sie ein eigener, freier Mensch sind. Das ist einer meiner wichtigen Punkte. Wir gehen über die nonverbale Kommunikation rein, also nicht nur, wie Sie sprechen, sondern wie Sie wirken und wie Sie bei den anderen wahrgenommen werden und wie Sie da eventuell ein bisschen an Stellschrauben drehen können, damit das noch ein bisschen besser zu Ihrer Persönlichkeit auch passt und Sie besser rüberkommen. Learning by Doing, immer ganz groß geschrieben, die Gesundheit und eben die Psychologie des Erfolgs ist da auch wieder vertreten. Und dann geht es circa 2-3 Monate zum vierten Präsenztraining. Dazwischen finden natürlich auch wieder die Online-Trainings statt. Und hier geht es schon sehr
intensiv rein. Wir gucken natürlich wieder, wo stehen wir, was ist passiert, und dann gehen wir in sehr suggestive Methoden rein, in sehr starke Methoden rein, um Menschen zu beeinflussen und sich selbst zu beeinflussen. Aber das passt, weil die Verantwortung und die ethischen Voraussetzungen hier auch weiter gewachsen sind. Und dann kann man eben auch mit intensiveren Techniken arbeiten und sich hier den Erfolg entsprechend besorgen. Es geht um die Psychologie des Erfolgs, um die Macht des Unterbewusstseins auch zu nutzen, also auch mit entspannten, tiefen Techniken, um hier einfach stärker und besser zu sein. Das sind verschiedene Referenzen, da möchte ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Schauen Sie auf die Referenzen drauf. Aktuell habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mal Teilnehmer gefragt, die vor vielen, vielen Jahren dabei waren, und hat mich sehr gefreut, einige tolle Resonanzen zu bekommen, weil wenn Sie nach einem Training den Teilnehmer fragen, wie war das Training, da sind die meisten so euphorisiert, die geben Ihnen immer 5 Sterne und sagen, boah, der Hammer und toll. Aber wenn Sie mal jemanden fragen nach 5 oder 10 Jahren oder vielleicht sogar nach 20 Jahren und der ist besonders erfolgreich geworden in der Branche und Sie fragen ihn dann an nach dem Motto, wie war denn dieses Training, und der antwortet dann, das war das Training aller Trainings für mich und das war der wichtigste Baustein, erzähle ich heute noch von, dann kann man mal davon ausgehen, dass das wirklich was Besonderes ist. Also gucken Sie mal rein in die Bewertungen, ich hoffe, die machen Ihnen Spaß und Freude und geben Ihnen auch genug Sog, um selbst mit dabei zu sein. Wenn man das so lange macht, also es sind jetzt dieses Jahr 25 Jahre, und wenn man dann eben wirklich diesen Qualitätsanspruch lebt, und das tue ich, dann kann man sich auch leisten, eine Zufriedenheitsgarantie ohne Wenn und Aber auszusprechen. Das bedeutet, ich verspreche Ihnen, Sie sind zufrieden, oder Sie sagen, ich bin nicht zufrieden, und dann bekommen Sie, wenn Sie wollen, Ihr Geld zurück. Ende. Ohne zeitliche Begrenzung, ohne irgendeine Frage. Das war's. Mehr Qualitätsanspruch kann man nicht haben. Fairer kann es nicht sein. Es ist letztlich mein volles Risiko, Sie mit reinzunehmen, weil letztlich könnten Sie jederzeit sagen, Schmitz, das war's und das hat mir nichts gebracht, ich möchte mein Geld zurückhaben. Das ist eine Zufriedenheitsgarantie, die ich schon ewig lebe und die eben auch funktioniert. Ein-, zweimal hat es halt nicht geklappt, und das ist halt so und das ist in Ordnung so. Es gibt auch eine Stoppklausel, und diese Stoppklausel bedeutet, Sie können nach jedem Präsenztraining sagen, Schmitz, das war es für mich, ich will das nicht mehr weitermachen, und dann ist eben auch Schluss und dann brauchen Sie auch keine weitere Zahlung mehr einzugehen. Und ich sage nochmal, schlimmstenfalls gehen Sie halt und sagen, okay, das war so, dass ich da auch so unzufrieden bin, dass ich mein Geld zurückhabe. Sie investieren monatlich 600 Euro als Einzelperson, 6 Monate lang. Es wird also ganz einfach verteilt. Wenn Sie als 2 Personen kommen, sind es nur 225. Ich empfehle Ihnen gerne auch einen Sparringspartner mitzubringen, mitzunehmen, weil dann können Sie besser lernen. Dann können Sie sich austauschen nochmal in der Zeit zwischen den Präsenztrainings und Online-Trainings. Das ist wie Joggen. Wenn Sie alleine joggen gehen, dann müssen Sie mit Ihrem Schweinehund alleine kämpfen. Wenn Sie verabredet sind, ist das einfach mindestens mal halb so leicht, weil der Schweinhund halt eine Verpflichtung eingegangen ist, und das hilft auf jeden Fall. Das sind die nächsten Trainings. Es beginnt am 30.09. Das nächste Training. Hier habe ich noch 4 freie Plätze. Wir machen das Training maximal mit 12 Personen. Mehr ist nicht, um eben die individuelle persönliche Entwicklung auch möglich zu machen. Im November ist das nächste Präsenztraining und dann geht es im Januar weiter und im März weiter. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie an, melden Sie sich an, sprechen Sie mit mir, weil das ist die Voraussetzung. Sie können sich einfach anmelden, dann kommt das Gespräch von meiner Seite auf Sie zu und dann werden wir abchecken, ob das füreinander gut passt. Ich kann Ihnen sagen, die Leute, die jetzt schon dabei sind, sind starke Leute. Also ich wünsche Ihnen, dass Sie eben auch mit dabei sind, wenn Sie sich eben stark entwickeln wollen. Hier die Runde gibt das her.
Ich bin Bildungsdienstleister, akkreditierter und auch Trusted Partner von Gut Beraten. Wenn Sie diese Trainingsmaßnahme mitmachen, dann haben Sie ungefähr 100 weitere Bildungspunkte in dieser einen Maßnahme. Das ist die Hälfte von der Miete für 5 Jahre. 200 Punkte sollen Sie in 5 Jahren haben. Wenn Sie also diese Punkte sammeln wollen und haben wollen, dann bekommen Sie hier 100 Punkte. Und ich möchte Sie einladen, mit dabei zu sein und sich anzumelden. Nutzen Sie die Gelegenheit. Und ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte, die überliefert wahr ist, nämlich die Geschichte von drei jungen Amerikanern aus reichem Hause, die sich überlegt haben, ein Sportartikelunternehmen zu gründen. Und sie haben sich beraten lassen von Bankern, von Unternehmensberatern, von Freunden, Bekannten. Und die einen haben immer gesagt, das ist toll, mach das. Und die anderen haben immer gesagt, boah, nee, lass das sein. Also Sportartikel, na, denke an Reebok, Puma, Adidas, das sind Marktführer, da wirst du nichts machen können. Das ist viel zu riskant, da habt ihr keine Chance. Und so ging das 2, 3 Jahre immer hin und her. Und eines Tages saßen die drei jungen Leute wieder zusammen und die kriegten so langsam Wut von diesem Hin und Her. Und dann sagte einer von ihnen, just do it. Und dieses Just Do It führte dann zu Nike. Und Nike ist einer von den ganz großen, vielleicht sogar der größte geworden. Ich kann nicht genau wissen oder weiß nicht genau, wer da alles noch mit dranhängt und ob das wirklich stimmt. Aber eins ist mal klar, Nike ist Nike. Und das war übrigens auch ein Symbol für die Entwicklung nach oben. Und es fängt eben an mit der ersten Entscheidung und mit dem ersten Schritt. Und ich wünsche Ihnen, dass wir zusammenfinden und dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Ich lade Sie herzlich ein. Ihr Karl-Werner Schmitz, 5 Sinne verkaufen mehr.